Ja, servus. Ich bin der Tyler. Wir sind jetzt hier in Österreich. In einem schönen Land. Mit ganz vielen sympathischen Menschen. Ich bin rollig und habe keine Augen. Gleich ist aber, Leute, wir sind jetzt offiziell in Salzburg. Richtig cool hier, ne, Basi? Ja, mit Hakan. Nee, leider nicht mit Hakan. Ja, aber Moment, ich Er muss. ist noch laufen. Ja, Moment, ich muss auch kurz. Ja. Ja, wir sind jetzt hier in Salzburg, wir beide. Basis Wohnung hier, richtiger El Bonzo. Ach, nice. Ja, und dann Asch, Papier. Ja, und dann gönnen wir uns jetzt die Tage mal ein bisschen Action hier und dann will ich, dass der Typ mir hier Salzburg zeigt. Ja, Mann. Was Zeig mir das kennst du Schloss. so für Hotspots in Salzburg? Ich kenne so ein Schloss, das ist voll fame. Echt? Ja. Haben wir schon gesehen, dass da mal eine war. Ja, für alle. Richtig, sehr schön, Leute, also sehr episch. Und ja, ich bin leider krank. 14 Stunden Fahrt. Ja, gut. Er musste arbeiten, Leute. Ja. Wir sind beide K.O., aber wir können gleich trotzdem noch ein bisschen SmackDown vs. Raw, habe ich gehört. Ja, aus dem Team. Ja, gutes Spiel und da werden wir natürlich auch ein bisschen aufnehmen. Ja, hast du noch was zu sagen? Schwein. Ja, jetzt sind wir hier am Kapuzinergipfel. Oder Berg? Berg, ne? Ja, Berg. Kapuzinerberg. Schöner Ausblick hier. Da vorne haben wir André Schölle. In seinem. Er macht gerade Urlaub. In der Schweiz. Kein Bock auf Euroleague mit Wolfsburg. Sind sowieso safe weiter. Ja, aber hier haben wir eine schöne Aussicht. Komm mich zu Haken sehen. Ja. Welche Orte hast du mir eben gezeigt quasi? Die Getreidegasse. Und was noch? Judengasse. Judengasse, ja. Da war ich auch sehr erstaunt, dass es so hieß. Ja. Voll sehr cool. Interessant. Und ja, ich muss sagen, sehr, sehr, sehr schöne Stadt hier. Okay. Hier ist noch so ein Kloster. Da gehen wir gleich rein. Zu Hubertus. Zu Hubertus. Bisschen zu unserem Bro beten. Ja. Ja, und ja, die Getreidegasse und die Judengasse, die werde ich euch natürlich noch die Tage zeigen. Ich dachte so, erstmal fangen wir an mit dem schönen Berg. Die Asiaten, machst du das Video? Ja, ganz viele asiatische Mitmenschen hier. Ich glaube, Salzburg ist eine sehr beliebte Stadt bei denen. Wahrscheinlich wegen Mozart. War so unsere Vermutung. Alles deine Fans. Bestimmt. Ja, sehr schöne Stadt hier, muss ich sagen. Da hinten ist noch so ein cooles Schloss, ne? Ja. Da gehen wir auch noch die Tage hin. Was ist das andere Schloss? Was ist für das Schlechte? Was? Wo ist denn das Gute? Was ist da hinten? Das sieht man von hier nicht. Es ist Kloster. Das ist dann ein Kloster, ja. Ja, und da hinten ist noch ein richtig episches Haus, das irgendeinem Privaten gehört. Mein lieber Scholli. Der wohnt da aber richtig. Ne, nicht das. Verdammt, das da. Ja, hier seht ihr das schön, schön auf dem Berg. Thomas Skullbreaker. Der Typ, der genießt sein Leben da oben. Skullbreaker. Wo dann immer die Kinder da oben? Im Keller. Im Keller. Ja, und jetzt machen wir noch mal ein bisschen mehr Action für uns. Ah. Wir sind jetzt hier auf dem Berg. Meine Haare voll Ripp, voll Absturz. Meine Haare. Die heute Morgen nicht gekämpft. Nicht gut. Ja, und dann gucken wir mal, was wir noch so machen. Heute Spiel, da werde ich leider nicht die Kamera mitnehmen können, oder? Ich denke nicht. Ja. Kannst du die Kamera nehmen? Ich glaube, das mache ich sogar. Juhu. Wenigstens ein bisschen was für euch. Ja, und gute Qualität mit Handy. Ah ja, und hier liegt noch Schnee rum. Ja, ziemlich cool. Voll viel. Geil. Ja, jetzt sehe ich hier. Kapuzinerkloster. Ist hier alleine. Sieht hier sehr schön aus, muss ich sagen. Jetzt ganz still. Lassen die Atmosphäre auf uns wirken. Wo ist der Altar? So ein Altarier-Ding. Mega Altarier. Sehr episch, muss ich sagen. Ein Fazit. Voll süß. Ich finde es voll edel. Edel? Ja. Edel. Das ist ja. Ich glaube, wir verduften noch. Wie geschafft hoch. Sorry, sir. Mit der Nummer
verlierst. Vorbei. Ja. Buzzy gibt uns jetzt eine Analyse. Wir waren beide sehr traurig wegen unserem Bro, Ramaljo. Ramaljo, erzähl mal, was hat er gemacht? Hat anhand rein vorne Schuld gehabt. Genau. Oje. Wie ging das Spiel aus? 3-1. Ja. Und wir waren alle traurig, oder? Ja, haben geweint. Ja. Waren frustriert. Was haben wir dann gemacht am Abend? Haben Brock Lesnar Camp geschaut. Richtig gut. Damit wieder Daumen hoch. Sind und uns freuen. Ja, bis spät in die Nacht. Ja. Ist immer gut. Bis um 4 Uhr morgens. Hier nochmal ein Dolph Ziggler-Shirt. Ja, so süß. Ja, gehört dazu. Und was machen wir jetzt? Jetzt gehen wir zu Subway. Ja, jetzt gehen wir uns erstmal Subway. Ja. Und heute machen wir Chillertag. Ja, mit Hakan. Mit Hakan. Skypen mit ihm. Hakan! Du hast dein Internet gepimpt auf dem Handy, ne? Ja. Voll gut. Sehr schnell. Üsch. Ja, mal gucken. Mir geht's mittlerweile wieder ein bisschen besser. Voll gut. Ja, ich bin wieder gesund. Ja. Wo ist er? Ist er noch hier? Ja, weiß aber nicht wo. Ja, haben einen richtig guten Tee hier gefunden. Ja, schöne Träume. Schöne Träume. Sind doch fast eingeschlafen gestern, mittendrin am Tag. Ja, war gut. Aber tut gut. Muss ich heute wieder trinken. Voll süß. Morgen geht's los, Leute. Basti, geh mit den Arena Cup. Ja, werde Pro, werde Weltmeister. Mit deiner Lieblingskarte. Ja. Pikachu. Nein, wie hieß das nochmal? Gestern, was hieß das? Hier, ne? Wer? Mit nach Hause. Achso, Genesee. Genau, Genesee. Dein Bro. Ja. Ja. Also wir gönnen uns jetzt erstmal essen. Ja, aber es hat bei muss sein. Mit Edesser. Servus. Nimmt den jetzt automatisch auf. Nee. Oh, doch. Ja. Wie läuft's gerade, Patrick? Quasi. Ich habe einen Sieg, 4 Niederlagen oder sowas. Jetzt sehen wir von der letzten Gegnerin. Nein, geschüchtern, die macht genau. Warum? Das bestimmt. Warum? Hat im Kampf immer gesungen. Was hat sie gesungen? So, nom nom und so. Was? Ja. Nom nom? Ja. Wollt ihr die essen? Ja. Du bist ein ganz süßer. Ja. Bei dich? Ja, bei mir läuft's ganz gut, Leute. Ja, jetzt noch ein Sieg. Nehmen wir safe weiter. Mal schauen, was hier so abgeht. Hier Galagladi. Und das Pokémon. Besonders die Mega-Entwicklung. Richtig. Stracker Bube. Hier Leute, BC-Garagen. Ja. Das by the way ist gerade nicht mit dem Camcorder. Den habe ich bei Patrick zu Hause vergessen. Guck mal, da vorne ist Gilly Bunkel. Was hältst du von dem? Das ist Sacker. Unser Bro. Das ist so viel wie von früher. Was mit dem? Was denn? Ich, der ruft meinen Arm. Ja? Wer ist das denn? Ich bin der Mario, hi. Hi! Ja. Wir machen ein Deckfeature mit dir jetzt. Jetzt sofort? Ja. Okay, dann hi. Hi. Ja. Ja, geht gut hier zu. Was sagst du dazu? Hi. Hi. Ja, wir haben jetzt Sonntag, Leute. Gestern war es schon soweit, der Arena Cup. War ein sehr schöner Tag. Sehr viel gelacht. Mit dem Troll hier. Ja, und mit Marc Lutz. Mit Marc Lutz unter anderem. Und wen noch? Tobi. Dein Bro. Ja, Tobi. Ja, Philipp und so weiter. Leider habe ich meine Cam vergessen. Ziemlich schade. Ich habe eine Aufnahme mit ihm, mit seinem Handy. Aber das Problem war dann auch, dass ich diese nicht ausführen konnte, weil ich, was war das nochmal? Da wurde sie gerufen von einem Typen. Naja, da wurde von irgendeinem Typen gerufen. Markus oder sowas. Markus. Ja, also, Also ich hatte gestern viel zu tun, leider. Viele Videos für andere gedreht. Für Amigo vor allen Dingen.
Also ich werde die Videos einfach mal in die Beschreibung hinzufügen. Ansonsten lief es gestern eigentlich sogar richtig gut. 3 Featured-Matches, sehr gut, ne? Aber dann geschlagen von Marc Lutz. Ja, die Würfel waren mir nicht treu genug. Dann habe ich auch noch einen Fehler gemacht, so geht das nicht. Und im letzten Spiel hatte ich sehr, sehr viel Pech, aber so ist das halt manchmal. Und da hat der Basi ein interessantes Foto, wie ich nachts beim Schlafen von einem komischen Gefiedertier attackiert werde. Ja, aber ja, ich habe, ansonsten haben wir eben noch festgestellt, für mich geht es schon morgen nach Hause. Morgen ist schon der 2. März, heute ist der 1. März, unglaublich, ja. Der Februar hat nur 28 Tage. Hätte das gedacht? Du jedenfalls nicht, ne? Ja, einfach 29. Ja? AK, du hast falsch gebucht. Ja, ich habe eigentlich nicht falsch gebucht, ich glaube, ich habe es dir nur falsch gesagt. Meinst du, wie es Dienstag? Ja, kann auch sein. Aber mir geht's besser, Salzburg ist jetzt eine sehr schöne Stadt. Wir werden jetzt noch in diesem regnerischen, schönen Wetter, seht ihr es da draußen? Wenn wir irgendwas versuchen zu machen, ich persönlich muss sagen, ich habe da jetzt nicht so Lust drauf. AK braucht Souvenir. AK braucht ein Souvenir für meine Schwester, aber mal schauen. Ist dann Lüssow. Was wir noch so machen, was für Lüssow. Ja, muckst auf. Womit? Du sagst, ich will raus. Ja, eigentlich hatten wir vor, heute so Chiller-Tag zu machen, morgen dann noch die restlichen Sachen erledigen, aber das hat sich ja heute zerschlagen, als ich mein Ticket rausgeholt habe und da stand Rückfahrt. Montag. Okay. Herzschmerz, oder? Herzschmerz, fuck und Herzschmerz. Ach, kein Herzschmerz. Willst du noch jemanden grüßen? Ja. Ja. Der Nasty. Der Nasty, warum? Wir teilen unsere Geheimnisse mit ihm. Ja, also Nasty, wenn du das hörst, Nasty ist Akane und Handynummer. Viele Leute von euch, vielleicht kennen die den ganz von früher, ganz alter Let's Player. Flora Sky und so. Machst du mich gerade mit der Augenbraue an? Nein, mach keine Augenbraue. Tschüss, hab Angst. Ja, und was heißt also, für mich wird das jetzt der letzte Tag in Salzburg, was mich schon ein bisschen traurig macht. Hab eben schon ein bisschen längere Zeit unter der Dusche verbracht, aber klingt jetzt ein bisschen falsch, aber was machst du? Er macht immer, Leute, ohne Witz, er macht Trollfotos pur. Guckt euch das mal an! Erkennt man dich nicht. Tschüss, erkennt man dich? Nö. Auch nicht auf der Cam? Nö. Warum? Ist überbelichtet. Guck. Überbelichtet? Scheiße, sieht man nicht. Jetzt und jetzt? Jetzt ist gut, ja. Guckt euch das an. Das macht er jedes Mal. Und da haben wir auch schon jetzt mittlerweile ziemlich legendäre Fotos. Natürlich Arjen Robben. Ja. Und dann mal gucken, was wir heute noch so machen werden. Ich muss auf jeden Fall noch den Mirabellgarten besichtigen. Der soll ganz schön sein. Und da werde ich natürlich jetzt auch noch ein Vlog und so machen. Ja, darfst du die Kamera echt wieder vergessen. Ja, darf ich nicht vergessen. Aber bisher ist Salzburg auf jeden Fall eine sehr schöne Stadt. Gefällt mir. Ein bisschen kalt und regnerisch, ja. Pilzköpfe gibt es auch überall, aber. Nur Asiaten. Ja, Asiaten gibt es wieder. Gestern auch wieder. Der asiatische Boy da. Welcher? Achso, der Kleine. Ja, genau. Das war auch so ein Freund von dem kleinen Freund von dir. Ja, der aus Salzburg kam. Die sich erst heute kennengelernt haben. Nee, gestern. Aber, mal schauen. Ne? Also, ansonsten, nächster Termin steht, glaube ich, auch schon fest von Regi unterwegs. Ich glaube, am 21. das Wochenende drum bin ich noch in München. Mal gucken, habe ich noch jemanden versprochen. Muss leider sein. Das heißt leider, aber muss sein. Suche Hakan in München. Ja, suche Hakan in München. Oder wen noch in München? Heißt nicht, den gibst du noch, Bro. Ja, okay, sagst du mal. Nein, sagst du. Nein, du. Schüchter. Ja, schüchterner Boy. Ja. Er traut sich nicht zu sagen. Und ich sehe jetzt wieder sehr wie so ein Penner aus, aber gehört halt ab und zu auch dazu. AK, ne? Vor 2 Tagen wolltest du dich rasieren. AK, gestern, du Lüster. Aber ja, Hänsel und Gretel. Tschüss, locker auf Pro7. Nein, es war F1. Tschüss, darf ich euch überhaupt zeigen, aus rechtlichen Gründen? Weiß nicht. Ich glaube nicht, ich traue mich nicht. Ja, mal gucken. Ich habe auch, wie gesagt, das mit den Videos vergessen einzustellen. Ist aber jetzt nicht weiter schlimm. Jetzt mache ich Hotspot auf meinem Handy auf. Hotspot. Seit also Montag und Dienstag gibt es dann wieder Zelda und Pokémon. Mach mal Link to the Past weiter mit Eddie. Link to the Past. Mit Eddie. Ist schon fertig, du bist. Was? Ich habe neu gemacht. Abgebrochen. Ich habe neu gemacht. Ja, also Leute. Wir sehen uns dann gleich wieder, hoffentlich im... Wollen wir da überhaupt echt raus? Ja, mach doch nicht. Arsch, guck mal, ist doch voll Regen. Nein, hat schon aufgehört. Was du auch aufgehört? Guck mal, es klatscht nass alles. Nein, Lüssop, ist doch voll schön. Lüssop, richtiger der ist nur am Lügen. Macht Trollfotos, lügt mich an, ja. Und gestern die richtig, richtig krasse Minusaktion. Er haut's vorher ab, ne? Und ich habe noch nichts gegessen den ganzen Tag, weil ich auch spielen musste. Er auch, er musste gegen so Random-Spieler spielen. Ja, und dann, ich so, ja, Basi, wo bist du?
bin zu Hause, Bro. Und dann schickt er mir Fotos, wie er unterwegs zu Hause ist. So richtige Dia-Show. Redestation nacheinander. Echt uncool. Da habe ich mir vorgenommen, erstmal so Subway zu gehen. Wollte ihn sogar was mitnehmen, so nett bin ich, ne? Geh zum Subway. Erstmal fast die Haltestelle verpasst aus dem Bus heraus. Und ja, dann stehe ich da in der Kasse und habe da erstmal mein Portemonnaie vergessen. Und du warst im Wettbüro. Ja, und ich war kurz wieder im Wettbüro. Apropos, wir waren vorgestern im Wettbüro, ne? Ja, und da hat er Minus gemacht. Nein. Doch, wegen SV Horn. SV Horn. Ja, Live-Wette. Und ich habe ein bisschen Plus rausgeholt. Muss auf jeden Fall erwähnt werden. Ich habe Salzburg ein bisschen des Geldes beraubt. Ja. Ne? Bin so ein kleiner Verbrecher. Ja, ansonsten machen wir uns jetzt wirklich auf den Weg, denke ich mal. Der Junge hat schon Hunger. Er ist schon nur noch Haut und Knochen. Arsch. Bin dick. Bis dahin, Leute. Haut rein, macht's gut. Und bis später. War ein guter Move. Ja. Wie ist was los? Ja, sind jetzt hier in der Goldgasse, sind wir. Richtig episch hier. Ganz viel Goldläden, Blumenläden. Hier hat sogar noch was aus. Ja, ist ein Hotel, okay. Nein. Erzähl uns noch mal was über die Goldgasse. Hier, guck mal. Schöne Uhren für dich und so. Gefällt dir was? Blumeninger und Engelswaffe. Gute Mozartkugel. Engelswaffe. Guck mal, Jacques Lemont. Was? Richtig gut. Marcelo. Guter Fußballer. Ja, also sehr edle Sachen hier. Hier nochmal. Schöner Adler. Doppelkopfadler. Ja, also, sieht nach Albanien aus. Und, oh, Icewatch. Hier. Ja, meine ist kaputt. Echt? Richtig Griff, ja. Silikon ist abgegangen. Voll dumm. Aus der Arbeit. Alles wegen Kevin. Nein, war original. 80 Euro. Was erzählst du da? 20 Euro aus Türkei. Nein, 80 Euro. Nein. Schweinepriester. Das Antiquitätensammeln. Nein. Und Chinatown. Ja, was zu essen trifft's gut. Wir wollen immer noch was essen. Aber bitte nicht mehr da bei Meckes. Mit dem unfreundlichen Mann da. Ja, ohne Witz, ich wollte so eine Marillentasche, ne? Aber der Typ wollte mir nicht geben. Wirklich, ich weiß nicht warum. Ich glaube, der war einfach zu faul. Oder der mochte mich nicht. Ja. Mama Hakan. Richtiger Hakanladen hier. Ja. Gute Mütze, Leute. Gönnt ihr euch. Ja. Hotel Gasthof, ja. Ganz viele Hotels hier gerade, wo wir sind. Viele Goldläden. Deswegen heißt die ganze, glaube ich, Goldläden. Tschüss, irgendeine Versammlung da drin. Ich bin Karten. Nee. Da ist locker irgendwas los. Ganz viele alte Leute. Hier muss man wegfressen. Nicht schlecht. Kein Leute da. Und ey, guck mal, da sind sogar zwei Hunde. Vergoldet. Hübsch, das sind die Tassen von Akern. Da liegen die Augen. Ja, voll hübsch. Hübsch. Sieht voll scheiße aus. Ja, also ich weiß jetzt, warum die Goldgasse heißt. Auf jeden Fall ganz viel Dirndl. Dirndl hast du, Bro. Nein, wie heißt das? Dirndl. Nein, Dirndl. Dirndl? Ja. Nicht Dirndl? Was ist denn ein Dirndl falsch? Klingt komisch. Klingt voll echt. Wir lernen jetzt Bayerisch mit Buzzy. Ja, ist kein Bayerisch. Was ist das denn? Das ist Österreichisch. Österreichisch? Ja. Oh, okay. Mein Gott, wie Ludwig Reiter und so, Bro. Jürgen Reiter. Gucken, wie der da sitzt. Keine Ahnung. Gucken, wie der da sitzt. Ist auch wieder so ein richtiger Hakan-Fieber. Unglaublich, er ist überall. Er verfolgt uns, Leute. Hakan. Komm raus, wenn du da bist. Ja. Und was? Die Woche Kamera von ihm. Von wem? Von Hakan. Bestimmt. Der beobachtet uns. Sieht auf jeden Fall ziemlich schön hier aus. Salzburg. Schöne Stadt. Hier Sparkasse. Da bist du bestimmt auch dabei, ne? Hm? Ich bin auch hier bei der Salzburger Sparkasse. Nein, normal Sparkasse. Lüssop. Ja. Und jetzt sind wir aus der Steigengasse raus und wir sind jetzt, wie wir da oben sehen, ich glaube, ihr seht das nicht, aber ich sehe das. Wir sind jetzt in der Judengasse 3. Mal schauen, was uns hier so erwarten wird in der Judengasse 3. Ja, wir haben erstmal schön Marido, wenn er noch was essen will oder so. Ich bin so am Bro. Ja. Ich glaube, ich spreche Spanisch oder so. Hab Angst. Ich gehen schon 10 Tage locker, Papo Escobar hier.
Aber wer hat mich gehört? Soll ich wieder vorsichtig sein? Muss ich ja hier ist, oh, da ist ein Irish Pub. Warte, ich wollte uns die Birne wegsaufen. Oh, der brennt hier schon richtig. Eskalieren. Wo? Den kennst du ja immer. Nee, ich hab manchmal den Pablo Escobar da vorne. Der guckt schon die ganze Zeit so an. Ja. Sieht aber, also ich denke, man kann sich so einen Eindruck machen. Das ist halt die Salzburger Altstadt, ne, Basi. Ja. Und so, da können wir nicht durch. Doch, nee, können wir nicht. So außenrum. Weißt du, durchgehen jetzt. Du brauchst gute Augen, Bro. Ja, das sind Augen. Das sind. Hast keine guten Augen. Ist so schlecht. Weißt du, sieht aus wie Hinteregger und Söhne. Moment. Da haben wir Hinteregger und Söhne. Da haben wir, glaube ich, noch so ein Fake Louvre oder so. Was? Oder was ist das? Kannst du uns da näher was zu erzählen? Ich schon mal keinen Balkon. Oh, okay. Das ist bestimmt zum Schutz oder so. Aber halt hier so eine Statue. Von Mozart oder so. Nein, die Freiheitsstatue. Schwein. Von wem ist das die Statue? Die Freiheitsstatue. Lüssow. Lüssow, wie er lebt und lebt. Nein. Ja. Und das ist eine Einbahnstraße, wie wir sehen. Also wenn wir jetzt einmal drin sind, dürfen wir nicht mehr in die andere Richtung gehen. Okay. Wissen wir Bescheid. Nee, Spaß, das ist wahrscheinlich wie die Autos, die hier reinfahren. Ja. Aber ja, ich suche jetzt gerade verzweifelt nach einem Souvenirshop. Ich bin heute nicht aus dem Bett gekommen. Hab lieber irgendwelche Games auf dem Emulator gespielt. Die Sucht hat zugeschlagen. Japanisch. Ja. Popo und Vega war das. Gutes Spiel. Ja. Pinker Lisa. Ja. Haben Ekrem so auch noch freigelassen in diversen anderen Spielen und ihnen das dann geschickt. War schon ein bisschen Troll, aber. Ja. Mal gucken. Ja. Habt ihr auch gehört. Verrückter Wissenschaftler lacht. Schatz, ich kann nicht mehr warten. Da oben, seht ihr, Leute? Schatz. Sehr schön. Ja, und wir sind jetzt, glaube ich, schon fast durch mit der Judengasse. Ja, gleich wird alles. Und gleich müssten wir in der Getreidegasse sein. Da müsst ihr uns mal zeigen, wo das Mozarthaus ist, quasi. Ich dachte nicht aus. Ich muss ihn mal lesen. Das steht schon eine Haustür oben. Du kannst lesen? Nein. Nein. Ich war auch nur so. Das ist voll toll. Ja, ich habe sogar meinen Laptop dabei. Ja. Spielst du wieder Pokémon? Ja, spiel da Pokémon drauf. Gucken Wrestling, also an 97. Ja, und gucken auf Wrestling. Voll geil. Denkstein. Denkstein. Alles muss versteckt sein. Ja, wir sind jetzt schon in der Getreidegasse. Moment, kann ich euch mal zeigen. Das ist die Getreidegasse, Leute. Salzburg. Eine schöne Stadt. Eine schöne Altstadt vor allen Dingen. Was ist das? Die Biber-Apotheke. Ja. Nicht schlecht. Frittiere. Frittierst. Hab alles hier. Ja. Schuhe gibt's bestimmt auch. Guck mal, die sind hier da. Was? Guck mal. Ja. Guck mal, Leute, das sind die perversesten Enten überhaupt. Ja. Enten. Aber guckt euch das mal an. Mit Ausschnitt. Und was für eine. Unglaublich. Da haben wir noch so einen dicken Mozart. So richtig Relaxo-Mozarts. Relaxarts, genau, das ist gut. Relaxo. Ich grüße dich an Abu. Ja, H&M gibt's ja auch. Wahnsinn. Ja, Preise gehen aber erst auf 100 Euro los. Also denk gar nicht, erst hier einzukaufen. Was ist dein Gleitkauf? Das mit den 19 Euro. Die 19 Euro habt ihr gerade nicht gesehen. Dann müsst ihr euch noch eine 1 davor vorstellen. Guck mal, was du mit der Zahnlücke. Wo? Das ist ein Model mit Zahnlücke? Ja, guck mal. Ein Foto. Ich seh's. Nicht echt, Basi, schlag zu. Passt zu dir. Nee, ich jetzt am Rande. Mango haben wir auch. Das ist der von Smash Bros. Mango! Guter Spieler. Einige von euch kennt ihr bestimmt. Wenn ihr euch das noch hier anseht. Und da haben wir noch Nordsee. Das ist Farbe. Nein, Nordsee, Bro. Nein. Doch, Nordsee. Moment. Autofokus. Ja, Nordsee. Guter Laden. Und ich glaube, wir sind schon am Mac-Test vorbei, oder? Nee, Mac, es kommt noch. Kommt das noch? Noch Starbucks hier. Nicht schlecht, haben wir auch. Ich frag mich nur, wo ist denn das Mozartshaus jetzt? Das kommt irgendwo nach McDonalds hoch. Das kann man auswählen. Ach, okay. Oder vorher. Kann auch sein. Mozarthaus, Leute. Eins der größten Genies der Neuzeit. Neuzeit, Spaß. Mann. Guck, ich glaube, ich bin gar nicht Neuzeit. Was ist 1700? Barockzeit, oder? Ach, keine Ahnung. Aber eins der größten Genies der Menschheit. Wolfgang Amadeus Mozart und sein Geburtshaus. Ja. Spaghetti-Restaurant. Neben einem McDonalds. Aha. Ja. Wenn das nicht von
Kapitalismus-Zeug, dann weiß ich auch nicht mehr. Wobei, was erzähle ich da? Ach, keine Ahnung. Du. Lass Brillen kaufen. Was? Lass Brillen kaufen hier. Was für Brillen? Verpörl. Lieber es mal rausgeschneidet hier. Original. Schöner Schwan. Aber ich finde es sehr schade, dass ich morgen schon los muss. Ich hätte jetzt gerne noch ein paar Souvenirsachen gekauft. Jetzt habe ich alles auf Montag belegt, aber da bin ich ja gar nicht mehr hier. Was mache ich jetzt? Vielleicht kann ich ja nochmal. Anrufen und dem Bescheid sagen, wer weiß. Ja, ich glaube das ja. Werde ich eventuell sogar gleich mal machen. Mhm. Wobei, nee, keine Ahnung. Das ist so wie Stress. Ja, vielleicht klappt das dann auch gar nicht und so und. Man lebt. Das wird voll über angeguckt. Echt? Ja. Du wolltest ja auch nicht aus dem Weg gehen. Ja. Mittendrin. Hätte im Kloster gehen müssen. Er wollte mir gerade ein Kloster geben. Hat sich so richtig schön Essen gegönnt. Sarah. Locker von Sarah, genau. Essen von Sarah. Wo ist jetzt das Mozarthaus? Nein. Kommt irgendwann. Tschüss. Locker schon verpasst. Bestimmt. Das sind so viele Geschäfte. Guck mal, noch ist ein Haus. Nee, da ist McDonalds. Das heißt, es müsste jetzt gleich hier sein, oder? Mozarthaus? Das ist voll groß. Mozarthaus? Mozarthaus? Wo ist nur das Mozarthaus? Ich glaube, das gibt es gar nicht mal. Also hier haben wir auf jeden Fall Mozart-Souvenirs. Ja, Angebot. Und ich komme da nicht rein, verdammt. Angebot. Zwei schlechte Plätze in Ordnung. Gute Frage. Gute Frage. Guck mal. Ja, da haben wir gerade... Nein, Jesus. Das war, wie hieß er? Das war Shindy, genau, Shindy. Der ist jetzt hier auch in Salzburg. Hat ein Konzert gerade gehabt. Und das natürlich alles... Will zum Zoo schon. Red Bull World hier, Leute. Ja. Kommerz pur. Ja, voll teuer alles war. Ja, hab gesehen. Was, erzähl uns mal was zu den Preisen. Ich wollte mir so eine Mütze holen. Wisst ihr, so eine Wintermütze von Red Bull Salzburg. Ich glaube, da hast du die Euro die gekostet. Nee, 20. War mir trotzdem zu teuer. Ja. Dann gab es da, glaube ich, noch so Handschuhe. Die haben auch 13 Euro gekostet. Alles ein bisschen krass, ne? Aber für so einen Verein für Red Bull Salzburg, da greife ich, glaube ich, leider nicht so tief in die Tasche. Was ich. Was, er hat sich aber so einen Schall gegönnt. Ja, auf meinen Bruder. Auf deinen Bruder. Ja. Nicht schlecht, Herr Specht. Tschüss. Elenkopf. Hab nur Angst. Machst die ganze Zeit Dings. Ja. Limbo. Ja. Was, ihr macht Limbo? Dieses Spiel vom Handy dort. Kenn ich nicht. Wow. Klingt aber lustig. Ist voll schlecht. Ein Spiel, das Limbo heißt. Aber wo ist denn jetzt bitte schön das Mozarthaus, mein Freund? Was? Ja, stimmt. Sind wir vorbeigelaufen? Könnte sein. Locker. Ich vertraue dir nie wieder. Du bist kein guter Touristenführer. Spaß. Ich bin da nicht drauf. Also, ich glaube, wir sind hier wirklich schon vorbeigelaufen. Ja, das finde ich am Ende fast. Finde ich schade, aber mir ist gerade echt geil und ich glaube, zurückgehen ist keine Option. Mein Hans friert schon ab. Ja. Hast du eine Idee, was wir essen? Wollt ihr nicht Tapoy? Okay. Aber das dauert, bis wir da sind, oder? Ja, gehen wir wieder weg. Ach, goldener Hirsch. Grüß mal deinen alten Lehrer. Ja. Wie hieß der? Herr Morlik. Herr Morlik. Schöne Grüße an dieser Stelle. War der Beste. Du Hirsch im Walde. War der Beste, der war. Ja, war ein guter Boy. Ich bin in Politik. Politik. Hat noch ein Fachzeichnung. Echt? Erzähl mal was über Herr Morlik. Ja, ist ein bisschen dick und tanzt immer. In der Blase immer die Schüler. Was tanzt er immer? Ich glaube Tango oder so. Was er meint, ist ein Tanzverein. Tango? Ja. Oder Inferno von Dank. Arsch. Fandango. Inferno Fandango? Ja. Tschüss, Inferno Match. Gegen Undertaker, Leute. Gleicher Art. Ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass wir das Mozarthaus jetzt gleich finden. Nein, das ist schon lange vorbei. Das ist schon lange vorbei. Oh, okay. Ja. Wo sind wir jetzt gerade? Wir sind am Ende von der Getreidegasse. Ist aber immer noch Getreidegasse. Nein, aber. Kann doch immer hier sein. Nein. Ach, ja, ja. Ich muss auf die Decke schauen. Da bin ich das dritte oder vierte oder fünfte Mal jetzt in der Getreidegasse und wieder. Habe ich das Mozarthaus nicht gesehen. Ja, vieles. Das ist ein Dingo. Ach nein, traue ich nicht. Film lieber den Hund. Voll süß. Nee, aber wir haben jetzt hier noch eine Kirche, glaube ich. Ah, klar. Ja. Hier mit Jesus. Ja, Acker geht's es in Pokémon. Nein, geht's es. Ja, und das ist auch so eine Sache, die echt abgespaced sind. Guckt euch das mal an, mitten in der Getreidegasse. Gibt's bei uns in Deutschland nicht? Ja, es sind Bäume. Und die Busse fahren hier ganz nebenbei auch elektronisch, glaube ich. Ja, Obus heißt es. Was auch ziemlich Salzburg-only ist, glaube ich. Ja. Ja, ich würde aber sagen, das war die Getreidegasse, Leute. Vielleicht jetzt nochmal, vielleicht lassen wir uns da mal selber filmen. Okay. Das sind die nochmal so, Moment.
Ja, jetzt sind wir das nochmal. Wie viel Bank das Auto kommt. Auto kommt, ja. Ja. Das heißt, ja, geh mal lieber zur Seite. Ich werde gleich überfahren wie letztes Mal. Okay, war 3,17. Aber das war die Getreidegasse. Wir werden uns jetzt was zu essen suchen von Subway. Hi, Wazi. Und ja, vielleicht werden wir noch ein bisschen was bei Subway filmen. Ja, der Regie ist. Nicht Basi ist? Nein. Ja, Basi gönnt sich immer hier Italien BMD. Spanier Flasch. Grüß ab. Ja, wir sehen uns. Hi. Bing! Ja. Da ist er, Leute. Der Schweinemann, der mich heute sabotiert hat. Der mir meinen Wecker ausgestellt hat. Stimmt nicht. Nee, kleiner Scherz am Rande. Leute, wir machen uns jetzt auf. Wir werden noch mal ein paar Sachen erledigen. Wir sehen heute sehr aus wie der Undertaker, ich weiß, aber trotzdem. Ja, es geht auf. Gangster. Wir machen jetzt auf. Ein paar Sachen erledigen noch. Souvenirs holen und so weiter und so fort. Warte, ich muss ein Video noch drehen. Draußen ist es nass, das ist nicht gut. Er muckt, Leute. Nö. Doch. Ja, mal gucken, was wir dann so machen werden, was wir so finden werden. Das ist der Stick, der goldene Stick, Leute, von... Was steht da? Intenso, genau. Das ist kein Kaffee oder so, ne. Machen uns dann halt auf und dann gucken wir mal, was wir da so finden werden. Ja. Nö. Setze dich jetzt so aus in Salzburg. In Salzburg. Für das Liebe zurückkommen. Sind wir hier im Mirabellgarten. Was sind das für Löwen, Basi? Vielleicht kannst du uns noch was. Einhörner? Ja, guck mal, einfach einzeln an. Vielleicht kannst du was zu diesen Einhörnern erzählen. Nein. Guck mal, das eine ist vom Exorzisten fest. Von was? Vom Exorzisten. Vom Exorzisten, warum? Ach, er verdreht den so guck. Tschüss. Ja. Sieht aus wie so eine Yu-Gi-Oh-Karte damals. Fischpferd oder so. Ja, ja, das ist aber hier im Mirabellgarten, ganz viele Asiaten hier. Mir gleich aufgefallen, als wir hier um die Ecke gekommen sind. Der Great Sasuke ist auch dabei. Den Namen hast du vergessen. Ja, sie soll hier aber sehr schön aussehen. Oder sieht hier sehr schön aus. Was ist das für ein Pferd? Wieder ein Einhorn. Nein, ist Pegasus, ne? Ja, ist Pegasus. Pegasus, Mann! Strahlende Hoffnung! Armor-Digitation. Nicht schlecht. Wasser ist da auch drin. Ja, kann man sich sogar ziemlich schön. Und da hinten sind sogar Löwen. Extra für Hakan. Ja. Aslan. Tschüss. Nicht schlecht. Also das sieht hier doch schon mal sehr schön aus. Und das haben wir hier sonst noch so. Das ist ein Eingang. Das ist eine Kirche. In die Kirche? Misch. Da wollen wir natürlich nicht rein. Aber ach, da sehen wir es. Schloss. Schloss Mirabel. Ja, wie schaut das aus? Mirabel. Wie Miroslav. Wie Miroslav Klose? Mirapla. Ottisch. Warte, erzähl den Leuten aber was von dir. Was denn? Wie oft warst du schon hier? Locker schon 10, 20 Mal bestimmt. Und du sollst immer noch Fotos machen? Ja, muss ich für meine Mama. Tschüss, ich oh, Salzburg Surf, hab hier WLAN. Ja. Muss ich gleich mal aktivieren. Hab keinen Ding, keine Flat, Leute. Alles wegen Hattrick. Ah, stimmt, ich muss auch Hattrick Aufstellung machen gegen dich. Ja, kannst du nachher machen. Ah, stimmt. Hast du schon angenommen? Nö, noch nicht. Tschüss, muss annehmen. Kann PC. Tschüss, reden über Hattrick. Tschüss. Aber sieht hier sehr schön aus, muss ich sagen. Das Wetter ist halt wirklich so unpassend. Ich hab mich gezogen, hier was zu gehen bei dem Wetter. Oh, Hand ist ja. Der, was haben wir denn hier? Sieht aus wie ein Labyrinth. Das ist Labyrinth der Fall. Das ist für Hunde. Für Hunde? Echt? Nein. Sogar so für Mäuse. Ja, hier fanden auch die Dreharbeiten zu Harry Potter und der Feuerkelch statt. Hier ist auch Cedric gestorben. Sollten wir das merken. Und dort meine ich nicht Cedric Juniper, den Vater von Professor Juniper. Ja, Cedric Juniper, Leute, merkt euch das. Eberhard Esche zu Deutsch. Ein guter Mann. Schwein, Teufel wär's. Er nimmt gerade das Kind vor mir auf. In Zoom. Tschüss. Aber ich muss gestehen, die Bäume sehen auch komisch aus hier, ne? Boah, sehen aus wie diese Bäume auch aus Harry Potter. Ich weiß auch, der Vokal aus Harry Potter. Der Vokal? Ist der Feuerkelch. So, was steht da drauf, Leute? Abfall, Auspflanzungen, bitte nicht betreten. Auspflanzungen, tschüss. Achso. Muss man aufpassen.
Da haben wir nochmal eine schöne Aussicht aus Salzburg. Schön. Du musst auch auf dem Dorf. Zum Schloss. Er will mich dorthin führen und ich muss mal jetzt gerade die Hand wechseln, meine Hand die friert schon ab. Ja, gute Position gerade. Nehmen die Leute auf. Guten Hunger. Da hat sich jetzt gerade jemand was gegönnt. Finde ich gut. Vielleicht kannst du uns mal was zum Mirabellplatz erzählen, Basi. Lass uns mal ein Schloss ausrichten, um das Geld da dran zu geben. Ach so. Ja, seit wann gibt es den Mirabellgarten schon? Ich glaube, seit Mozart. Seit Mozart? Ja, locker. Er hat hier locker damals nachgedacht in seiner Pause, oder? Nein, glaube ich nicht. So Philosophenpause mäßig. Oder? Hat er? Hat er? Keine Ahnung, ich denke schon. Aber es sieht ja echt schön aus, muss ich gestehen. Ja. Also Salzburg, eine sehr schöne Stadt. Du wolltest nicht hier hin, du Schwein. Ich wollte hier hin. Ja. Ich wollte hier hin. Hast mich reingelegt. Du wolltest nur bei Burger King chillen, ne? Ja, hatte Hunger. Haben erstmal so ein dickes King-Menü gechillt, Leute. Gegönnt, was erzähl ich da? Mit LKW. Mit LKW. Ja, ihr müsst geschehen. Ich bin nicht so ein riesiger Gurkenfan. Ich weiß nicht, wie es mit euch ausschaut. Basi mag Gurken. Na kommt, hier haben wir auch wieder irgendwas. Sollen wir hier rein? Ja, das können wir machen. Weißt du, was du willst? Ich hier noch nie. Ist locker das Grab der. Achso, das ist das Grab der Wyatt Family. Ja. Sieht ja aber auch wieder echt schön aus. Wo ist ein Foto von mir machen, Bro? Ja. Meine Mama. Hier vor dieser kleinen Statue hier. Ja. So, mach jetzt eine schöne Pose. Super. Super, finde ich gut. Oh, die Vögel, die zwitschern. Wollen kommunizieren mit uns. Das sind die Knie. Da, Tiri! Die antworten mir leider nicht. Schade. Dreh der Vogelschwester. Aber sie, meinst du, hier wohnt noch irgendjemand? Nee, ne? Hier wohnt niemand. Es gehört locker der Stadt. Guck, da steht er los für dich. Was denn? Musik in Mirabell. Oh, das muss ich vortragen. Das ist von Georg Trackel. Kennst du den? Den kenne ich sogar. Hat mir damals in Philosophie. Spaß. Was steht da jetzt? Ich war vor, Basi. Am Brunnen sind die Wolken stehen im klaren Blau. Die Weizen. Lesen. Die Weizen. Fahrten bedeckt, stille Menschen. Gehen am Abend durch den alten Garten. Jetzt will ich lesen. Der Ahnenwammer ist ein Grau. Ein Vogel zum Schlafen in die Weiten. Mach du was. Ein Faun. Ein Faun mit toten Augen schaut nach Schatten, die ins Dunkel gleiten. Das Laub fällt rot vom alten Baum und kreist herein durchs offene Fenster. Ein Feuerschein blüht auf im Raum und malet trübe Angstgespenster. Locker so Hakans. Ja. Ein weißer Fremdling trippt ins Haus, ein Hund stürzt durchs verfallene Gänge. Die Magd löscht eine Lampe aus, das Ohr hört nach Sonatenklänge von Georg Trackel. Also Herr Trackel, ein guter Boy. Ja. Muss gestehen, schöne Rhymes, gute Kreuzreime von ihm. Hi, ja. Und locker von Ekrem. Ja. Er will auch hier ins Video, Cameo-Auftritt. Ja. Wir sind jetzt schon gleich am Ende des Mirabellgartens, glaube ich, oder? Dauert noch ein bisschen. Dauert noch ein bisschen? Ja. Was ist das denn für eine Figur? Ist das ein Gargoyle? Oder ist das Prometheus? Kann ich mich gerade nicht aus. Arsch. Wer ist das? Das rüberspringen und gucken. Das dürfen wir leider nicht. Ist alles gesperrt wegen Winter. Echt? Ja, normal ist alles offen. Nur wegen Winter? Ja. Aber was ist das denn? Das ist locker Minotaurus oder so. Minotaurus übsch. Ja, Mensch. Aber ich hatte gleich einen. Krass. Sowas hängt auch bei mir im Garten. Wir brauchen eine Fremdführer. Alter, das ist doch Medusa. Guck doch mal seine Haare an. Das ist doch Medusa. Nein, hier. Das ist an dem Morgen, guck doch. Das sind diese Dinger, die auf den Rücken springen. Hab den Namen vergessen. Ich dachte, das ist Medusa. Nein. Und, oh, da hinten haben wir eine Frau. Kann ich mal ranzoomen. Ich weiß gar nicht, ob man das sieht. Das sieht man bestimmt so halb. Ja, das ist eine nackte Frau, glaube ich, mit nacktem Oberkörper. Nicht schlecht, Herr Specht. Du hast gleich Copyright-Sperre. Wegen Pornografie. Ja. Schlimm sowas. Mach mal ein Foto von den Menschen. Und die Asiaten sind jetzt da vorne. Ja. Bei einer komischen Figur. Ja, das ist nicht der Fremdenführer. Ah, das ist ein Fremdenführer. Ich glaube schon. Ach so. Locker mit Österreich im Dialekt. Ja. Auf Englisch. Auf Englisch. Wie klingt das? Versuch mal, sprich mal Englisch, Bro. Nein, nicht. Sag mal, hello, my name is Patrick. Hello, my name is Patrick.
Okay, das klingt, hört man gar nicht raus. Ja. Scheint, als gäbe es gar keinen Dialekt. Doch, klingt aber gut. Glaube ich nicht. Arsch. Locker 6. Nein. Arka muss da also was erst mal merken. Vokabeltest. Hi. Übersetzen Sie Hallo. Hallo. My name is. He, she, it. Das S muss mit. Das sagen wir echt immer. Tschüss. Hier ist eine ganz große Pfütze, da gehen wir mal drum rum. Ja. Arsch. Rein. Was? Dich rein. Ja, ich will da doch rein, ist doch klar. Ich will wissen, was das für eine Figur hier ist. Brauch ich nicht in den Schuss. Mach jetzt hier einen großen Sprung. Oh. Richtig Action hier. Von wem? Von dir. So. Kannst du machen. Aber hier haben wir wieder die komischen Figuren. Mit Hafen. Oder was das ist. Und hier so richtiger Adonis. Leute, so einen nackten Oberkörper habe ich auch. Wobei, nee, meiner ist definierter. Unglaublich. Ja, ich würde sagen, ein weiteres Foto für mich, Basi. Ja. Für Mama Weng. Ich soll ja ganz viele Fotos für sie machen. Mit Caps. Und da vorne ist er. Mach wieder eine gute Pause. Tschüss. Und gutes Foto geworden. Ja. Kannst du gerne mal zeigen. Ich, ja. Weil die Leute mal wissen, wen sie vor sich haben. Arsch, wie sind das so? Da haben wir ihn. Den Touristen. Nein. Da ist er, der Tourist. Aus Asien. Guter Importschlager. Und das war es, glaube ich, jetzt schon mit dem Mirabellgarten. Ja. Hier nochmal ein großer Sprung. Oh. Hätte ich lachen hingefallen. Ja. Nicht voll. Da habt ihr ihn, Leute, ein guter Freund. Er lacht, wenn ich hinfalle. Ja, ja, aber das war's mit Mirabellgarten. Ich würde sagen, war sehr schön. Schade, dass wir da nicht rein konnten. Locker wegen Winter. Aber was soll man machen, ne? Leute, wir sehen uns dann. Dann sehen wir uns. Keine Ahnung, wenn ich wieder Lust habe zu filmen. Mir ist nämlich jetzt gerade gute Musik. Locker Motorschule. Klar schon. Nicht schlecht. Also Salzburg, man merkt, ist eine richtige Musikantenstadt. Aus jeder Ecke tönt Musik. Ja. Auch bei Buzzy, immer wenn ich auf dem Klo sitze, kommt irgendwo Musik her. Ich glaube die Kinder, die rappen. Ja. Und zum Abschluss des Videos muss ich mal wieder meinen typischen Salzburg-Move bringen. Woo!